Moin Leute, habt ihr eure Angeln mitgebracht? Denn wir werden heute mal das Gate öffnen und mal schauen, was wir uns denn so Schönes aus diesen wunderbaren Duellen angeln können. Ich glaube, das dürften heute wieder zwei sein. Wir sind wieder bei den Nixenrüstungen unterwegs und, mit was kann man Nixenrüstung kombinieren? Da fällt mir persönlich nicht so unfassbar viel ein. Natürlich haben wir, Mermail, was kann man denn nehmen? Marincess? Nein, Marincess, das wird nicht wirklich passen. Irgendein Umi Legendary Ocean Kram? Der legendäre Fischer? Gott, ich bin so schlecht mit verschiedenen Decks hier. Ah, Gott, ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Wir werden einfach mal gucken, was wir hier so finden. Oh Gott, wir müssen all unsere Wasserbälle aufbrauchen. Oh Gott. Okay, wir haben keine Wasserbälle mehr. Das heißt, wir brauchen unbedingt neue. Kriegen wir hier durch diese Duelle neue? Ich weiß es nicht. Naja. Der Gegner verwendet ein Deck, das Monster vom Typ Fisch einsetzt, um mächtige Xyz-Monster herbeizurufen. Insbesondere hat Nummer 101, Lautlose Ehre Arc, einen mächtigen Effekt, der Monster in Angriffspositionen, die als Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschworen werden, in Xyz-Material verwandelt. Selbst wenn du zuerst Monster mit hoher ATK als Spezialbeschwörung beschwörst, kann es also sein, dass der Gegner mit ihnen fertig wird. Manchmal ist es sinnvoll abzuwarten und zu schauen, wie der Gegner sich aufstellt, bevor du deine Monster einsetzt. Okay. Könnte es sein, dass er jetzt sowas wie die Sharks benutzt? Also generell jetzt die ganzen Shark-Sachen? Right-Hand-Shark, Left-Hand-Shark, Lantern-Shark, Buzzsaw-Shark, Five-Headed-Shark. Okay, das ist ein Film. Ihr wisst aber, was ich meine. Gucken wir einfach mal rein. Die Frage ist, was haben wir? Da bin ich immer so ein kleines bisschen mehr gespannt drauf, als das, was die Gegner haben. Aber ich bin auch ein bisschen neidisch. Wenn er wirklich die Sharks hat, dann will ich auch die Sharks haben. Wir haben Marincess! Kann man das wirklich gut spielen? Okay, er hat keine Sharks. Naja, kann man Marincess wirklich gut mit Mermail spielen? Ich meine, das sind immerhin Cybers-Monster. Gut, ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall keine Möglichkeit, um Pascalus hier richtig gut einzusetzen. Ich könnte hier ein Monster von mir nutzen und es ausrüsten, aber das will ich auch nicht. Wobei, ich könnte immerhin 400 ATK dazu kriegen. Damit wäre ich stärker als er. Wisst ihr was? Wir machen das einfach jetzt Ungo Bongo Caveman Yu-Gi-Oh! Style und werden jetzt einfach nur auf hohe ATK gehen erstmal. Und dann mal schauen, was wir gleich noch mit den Nixenrüstungen und eventuell mit Marincess anstellen können. Ich glaube, du könntest unter Umständen sogar als Empfänger behandelt werden. Deswegen machen wir erstmal den hier. Nein! Nee, ich will nicht wiederholt angreifen. Dann kommt das erstmal weg und das kommt weg. Du warst nochmal was? Ein Nixenrüstung-Monster Spezialbeschwörung vom Deck beschwören. Die Effekte werden annulliert. Solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt, kannst du keine Zauberkarten aktivieren. Wenn diese Karte das Spielfeld verlässt, zerstöre das Monster. Zerstöre diese Karte während der nächsten Endphase deines Gegners. Ah. Okay. Gönnung. Dann Endphase. Gucken wir mal, was er macht. Der Effekt mit dem extra ATK-Boost ist jetzt erstmal weg. Aber ich glaube, das ist vollkommen egal. Okay, er hat doch Sharks. Er hat Sharks. So ist das doch geil. Oh, das ist mandatory. Oh Gott, das ist mandatory. Scheiße. Nein. Okay, es wurde nicht als Spezialbeschwörung beschworen. Das ist vollkommen okay. Jetzt greift er erstmal an. Nein, er greift... Was? Oh, Mandarin. Ich glaube, Mandarin war gar nicht mal so falsch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wenn ich zwei oder mehr Marincess Monster kontrolliere, das ist allerdings nicht wirklich der Fall aktuell. Kann ich denn doch irgendwie was machen? Wobei, ich könnte, glaube ich, das hier machen. Dann könnte ich den Effekt aktivieren. Könnte dich specialen. Dann könnte ich in ein Link-Monster gehen, und zwar in den wunderbaren hier in Blauschnegel. Dann kann ich nämlich Mandarin einmal weglinken für den Blauschnegel. Kann dann den Effekt vom Blauschnegel aktivieren, mir Mandarin zurückholen und da ich zwei Marincess-Monster kontrolliere, kann ich sie als Spezialbeschwörung beschwören. Ja. Warte mal.
Ach so, weil ich in die Zone beschwören muss. Ah, ich wusste das. Dann machen wir dich nämlich erstmal weg. Du wirst jetzt verbannt. Mit dem Meeresengel kann ich mir jetzt erst einmal vielleicht sogar den Battle Ocean holen. Yo, Battle Ocean, perfekt. Und mit Battle Ocean kann ich nämlich dann jetzt gucken, dass ich meine Monster nicht nur ein bisschen booste, sondern auch noch gucke, dass ich mein Link 4er dann ein klein wenig besser mache. Jetzt muss ich mal eben kurz schauen. Zwei Wassermonster. Dann nehme ich dich und dann nehme ich Pascalus. Du kommst dahin. Kristallherz. Kristallherz hat er dann den... Okay, Abyss Hilde hat jetzt leider Timing verpasst, aber gut. Und das Kristallherz hat er dann die Möglichkeit, dass ich... ich meine nämlich, dass Battle Ocean etwas mit dem Kristallherz zu tun hat. Wie war das denn? Marincis Monster, die kontrollierst, 200 ATK. Für jedes Marincis Karte, das ausgerüstet ist, 600 ATK. Extra Monsterzone mit Kristallherz als Material. Bleiben von Karteneffekten deines Gegners unberührt. Ah, ja, geil. Dann würde ich sagen, gehen wir nämlich jetzt einmal in unser Link 4 und werden dann einmal schauen, dass wir unser Link 4 ganz klar mit ein bisschen was ausrüsten. Wir aktivieren den Effekt vom Battle Ocean. Wir sind jetzt schon sehr gut dabei mit 2800 ATK. Wir wählen auf jeden Fall Blauschnägel. Sind nochmal 600 mehr. Dann nehmen wir auch nochmal den Meeresengel. Sind wir schon bei 4000. Und wir wählen auch unser Crystal Heart. Wir aktivieren erst einmal den Effekt. Wir werden dich auf den Friedhof werfen. Und dann werden wir dich einmal specialen. Gucken wir mal. Ach komm, gehen wir einfach für Big Number. Specialen wir mal hier. So ist das nämlich geil. Der Effekt ist ganz klar annulliert. Aber wir wollen sowieso nur schauen, dass wir damit ordentlich angreifen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal mit dem Megalo hier rein. Der Effekt wird aktiviert. Dann könnte ich jetzt mal gucken, dass ich den Effekt mal annulliere. Das war, glaube ich, war das once per turn? Das war leider nicht once per turn. Das heißt, er wird dann auf jeden Fall gucken, dass er irgendwie was hier absaugt, was ich nicht so geil finden würde. Deswegen annullieren wir den Effekt und, Okay. Dann aktivieren wir einfach mal den Effekt von Marincis Welle. Zack, annulliert. Dann kann nämlich jetzt das große Blasenriff angreifen und der Effekt aktiviert sich nicht. Perfekt. Dann ja, beende ich meinen Zug. Das war, glaube ich, jetzt auch ein sehr langer Zug. Ne? Ach ja. Okay, ich muss sagen, das funktioniert mit Marincis ja an sich relativ gut. Also, das gefällt mir. Wir werden einfach mal etwas banishen und zwar dich werden wir banishen. Dann ziehe ich eine Karte, dann aktiviert sich der Effekt. Ich bekomme nochmal ein paar 100 ATK mehr, und zwar 600. Jetzt wird die Karte zerstört, das ist vollkommen okay. Ah, Pascalus. Okay, dann aktivieren wir Blasenriff wieder einmal, werden dich banishen. Ziehen eine Karte. Oh, ich muss sagen, der Doktorfisch, das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt kann ich schauen, dass ich nochmal wieder etwas special, ne? Pascalus zum Beispiel. Ich schicke einfach mal dich auf den Friedhof. Dann special ich dich. Dann kann ich Pascalus auf jeden Fall triggern und ich special dich. Dann kann ich dich triggern. Und, wer dann kann ich dich auf den Friedhof schicken möchte, nehmen wir mal das Pferd. Dann kann ich da Pascalus noch einmal normeln, wenn ich möchte, aber ich glaube... Das, was ich mache, ist jetzt relativ simpel. Hier und hier. Wir werden jetzt einfach ein kleines bisschen Link-Climbing betreiben und dann mal schauen, dass wir relativ bald auch auf ein neues, wunderbares Monster kommen. Oh, ja, komm, gib. Ich möchte mir auf jeden Fall ein Seepferdchen meiner Hand hinzufügen. Södele. Dann normal ich doch einfach mal Pascalus. Pascalus, den Effekt kann ich nicht mehr nutzen, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Dann möchte ich Blauschnägel einmal nutzen. Ja, komm mal dahin. Darf ich mir wieder ein Monster meiner Hand hinzufügen?
Und dann nehmen wir doch einfach mal Mandarin. Denn Mandarin kann ich wieder specialen. Zwar noch nicht jetzt, aber gleich. Dich und dich als zwei Materialien. Marbled Rock. Okay, Effekt aktivieren. Darf mir, glaube ich, wieder etwas meiner Hand hinzufügen. Nehmen wir einfach mal den. Oh, komm, nehmen wir doch die Welle. Schnieke, dann kann ich dich specialen. Special dich dahin. Dann machen wir wieder einmal eine Coral Anemone. Und zwar in diese Zone. Sehr schön. Dann special ich wieder einmal ein Monster. Und zwar in diese Zone. Und da hauen wir jetzt einfach mal das letzte Link-Monster hier rein. Und zwar der Meeresengel. Hat zwar nicht viel ATK, aber oh, das ist trotzdem ganz schnieke. Es wurde wieder etwas gebanished, jetzt hat sich der Effekt aktiviert. Dann möchte ich deinen Effekt nutzen und vorher noch eine Karte aus meinem Deck searchen. Und zwar nehmen wir wieder einmal Battle Ocean. Mit deiner Wenigkeit darf ich jetzt noch einmal ATK dazu kriegen. Oh, das ist geil. Dann schauen wir mal, du kannst eine Marincess-Karte in deinem Friedhof wählen, außer Marincess Marbled Rock, füge sie deiner Hand hinzu. Du kannst diesen Effekt von Marbled Rock nur einmal pro Spielzug verwenden. Wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert, okay, das ist vollkommen egal. Wir aktivieren den Effekt und nehmen uns jetzt erstmal auf unsere Hand ein Doktorfisch. Da sehe ich mich, Leute, da sehe ich mich. Okay, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Wir greifen mit Marbled Rock auf Abysseus an. Mit Coral Anemone greifen wir auf den Lantern Shark an. Dann darf unser Meeresengel angreifen. Und jetzt kommen wir mit 5800 für Game. Rein da. Woo! So muss das sein. Ich muss sagen, naja, gut. In diesem Fall hat halt tatsächlich eher Marincess irgendwie gecarried. Marincess hat sowas von gecarried, aber richtig. Nice, geschafft. Jetzt haben wir auch die schönen Sleeves, das ist sehr, sehr geil. Aber ihr wisst, was jetzt noch kommt. Nein, Ogatten, ich wollte mir jetzt eigentlich nicht das Leihdeck angucken, aber es ist schön zu sehen, was hier alles drin ist. Wir hatten tatsächlich nur eine Sache. Nur einmal Abyss Schuppe des Kraken? Weird, aber okay, wir müssen jetzt noch schauen, dass wir mit unserem Sushi-Thema einmal fortfahren. Ich habe mir in den letzten Tagen auch nochmal Gedanken gemacht, ob ich das Ganze nochmal eventuell in ein Going Second OTK-Deck verwandeln möchte. Ich glaube, die Idee ist gar nicht mal so falsch, weil das doch wohl ganz gut funktionieren könnte. Ich meine, guckt euch mal die Hand an, wenn ich da jetzt noch das ein oder andere richtig geile mit reinpacke. Also statt so ein Called By vielleicht irgendwie, naja, was weiß ich, vielleicht Lightning Storm oder Dark Hole oder sowas. Das wäre an sich auch gar nicht mal so falsch. Boards irgendwie breaken und dann komplett rein in die gute Stube. Ich finde es immer lustig, was zur Hölle die hier immer veranstalten. Das ist immer so unglaublich wenig. Das ist sehr gut. Aber bevor wir das machen, möchte ich erst einmal schauen, dass ich Unexpected Die nutze. Denn ich habe keinen Bock, dass mir hier meine ganzen Charis weggenudelt werden. Port of Desires. Bitte lass mich gute Karten ziehen. Das ist akzeptiert. Was haben wir denn alles gebanished? Maxi, das ist okay. Wir haben kein Shari gebanished. Das ist geil. Jetzt, da ich Gunkan Suschiff Shari kontrolliere, darf ich jetzt Shirau specialen. Das machen wir auch sofort. Bam, dann aktivieren wir den Effekt. Und specialen ein wunderbares Monster aus unserer Hand. Und zwar in diesem Fall Uni. Und dann nutze ich doch den Effekt und search mir ein, beziehungsweise zwei weitere Monster aus dem Deck, beziehungsweise lege sie oben aufs Deck drauf. Dann muss ich mal schauen. Erstmal werde ich den Effekt nutzen. Ich werde dich hier auf Stufe 5 rumändern. Dann möchte ich noch eine Karte meiner Hand hinzufügen, und zwar dich. Der Rest wird wieder weggemischt, bla bla, ist vollkommen okay. Und dann geht's ran und wir machen uns erstmal unser schönes Uniklasse-Super-Panzerschiff. Oder wie hieß das noch? Ja, Super-Panzerschiff. Wunderbar. Wir aktivieren den Effekt und ziehen eine Karte.
Dann aktivieren wir noch einmal den Effekt und können, glaube ich, gucken, dass wir irgendwie Effekte annullieren, glaube ich, ne? Ja, da machen wir aber mal dich. I don't care. Wenn du in den Grave gehst und triggern solltest, dann habe ich sowieso... Oh, perfekt. Dann haben wir hier erstmal unsere Werft. Die Werft, die hat jetzt gerade wirklich perfekt gepasst. Dann einmal Shari. Damit haben wir dann unsere Werft. Und wir triggern gleichzeitig noch Kage Tokage. Da, da, da. Perfekt. Kage Tokage im Angriffsmodus. Die Werft haut mir mal... Was haut mir die Werft denn jetzt mal dahin? Ich könnte dich noch einmal holen, aber ich habe deinen Effekt schon mal genutzt. Dein Effekt könnte ich eventuell nochmal gebrauchen. Ah, das ist schwierig. Das ist gerade sehr schwierig, weil ich nicht genau weiß, ob ich ihn hier nochmal specialen könnte. Könnte ich dich specialen? Dich könnte ich specialen, aber du bist dann Stufe 5. Das macht es ein bisschen schwierig. Ich kann diesen Effekt nämlich nur einmal pro Spielzug verwenden und habe ich schon benutzt. Aber komm, wir machen einfach trotzdem einmal dich, das passt schon. Dann gehen wir einmal in ein Shirao oder in ein Ikura. Ah komm, gehen wir in diesem Fall einfach mal in ein Ikura. Perfekt. Ikura-Effekt. Wir ziehen eine Karte. Und wir müssen jetzt mal drauf achten. Wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit, wenn wir Kampfschaden zufügen, eine Karte zu zerstören. Wir können doppelt angreifen. Das ist auch sehr geil. Müssen wir uns auf jeden Fall dran erinnern. Und wir haben noch einen Cold bei. Akzeptiere ich. Dann würde ich sagen, greifen wir einmal nicht direkt an, sondern auf die wunderbare Abbess Linde. Nein! Ja gut, muss ich jetzt leider machen. Du kommst weg. Das akzeptiere ich hier nämlich nicht. Das funktioniert so nicht. Ich hätte mit sowas rechnen müssen. Okay, dann aktiviert sich noch der Effekt und wir zerstören auch noch Abyss Theos. Dann kommt Linde. Linde specialt einen weiteren Abyss Theos und dann können wir eigentlich nichts mehr machen. Scheiße. Jetzt klatschen wir noch einen Zeus hier oben drauf und dann sind wir eigentlich so ziemlich good to go. Ich hatte mir jetzt eigentlich noch gehofft, mit Kage Tokage noch irgendwie was machen zu können, aber das ist jetzt leider nicht drin gewesen. Müssen wir beim nächsten Mal irgendwie schauen. Er greift einfach an. Der kennt nichts. Was haben wir denn hier nochmal? Ach so, ich kann den Effekt nochmal annullieren, wenn ich möchte. Ja komm, machen wir einfach. Einfach aus Jux und Dollerei. Nein, ich will den Effekt nicht aktivieren. Der kann mich mal. Oh ja, der Hütchenspieler. Das ist sehr, sehr schön. Wir specialen in diesem Fall erst einmal deine Wenigkeit. Ja, los, du darfst dahin. Dann triggern wir die Werft. Und die Werft erlaubt es mir dann, dich oben drauf zu packen, Shari. Dann kann ich den Effekt aktivieren und kann mir Ikura specialen. Bam, dann darf ich meine Karte, meinem Deck einmal Shari oben drauflegen, was ich eigentlich schon getan habe. Und dann kann ich diesen Effekt nutzen und die obersten drei Karten ausgraben. Wenn darunter ein Shari ist, special ich Shari. Und natürlich möchte ich das tun. Nice. Gut, dann geht's doch einfach mal direkt in das Schiff, was wir noch nicht gemacht haben und was uns nochmal einen extra Boost verschafft. Nice. Wir ziehen eine Karte. Wow. Wow. Also, wow. Das war jetzt so unnötig. Das war jetzt so fucking nochmal unnötig. Naja, wir specialen noch den Hattricker und gehen dann noch einmal in ein Redoer rein. Und dann sollten wir eigentlich mehr als genug haben. Rums. Angriffsmodus für dich und dann heißt es rein in die gute Stube. Du greifst an auf den Abyssäus. Dann darfst du einmal hier rein. Oh, Glück gehabt.
Dann darfst du einmal so rein mit 3400 und du greifst direkt an Zeus. Aber sowas von rein. Haha. Ich liebe die Zeus-Ships. Ich habe mir die übrigens jetzt auch in Real Life gebaut. Ich habe mir da nochmal ein paar interessante Änderungen mit reingepackt. Wahrscheinlich werde ich demnächst dazu mal ein kleines Sushi-Profile machen. Wenn ich noch ein kleines bisschen getestet habe. Ich bin mir nämlich noch nicht sicher, wie genau ich das spielen möchte. Ob ich das jetzt irgendwie als, keine Ahnung, in irgendeiner Art von Control-Variante spielen möchte oder doch als Going Second OTK-Deck. Müssen wir einfach mal abwarten. Und ich sehe nämlich jetzt gerade schon einmal ganz kurz auf dem anderen Bildschirm. Ich habe schon relativ lang aufgenommen. Das werde ich zwar ein bisschen zusammencutten, aber trotzdem möchte ich nicht, dass das ganze Video zu lange geht. Deswegen werde ich hier jetzt erstmal einen ganz, ganz kleinen Cut machen und dann sehen wir uns... ich weiß es nicht, in 2 Tagen wieder, vielleicht auch erst nächste Woche, je nachdem, muss ich mal schauen, wie ich das hochlade. Aber ich wünsche euch jetzt schon mal einen angenehmen Tag. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir gerne ein Däumchen da, gerne auch einen Kommentar. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann ebenfalls, ne, dürft ihr mir gerne schreiben, was euch hier nicht gefallen hat. Wenn ich es bin, dann kann ich leider nichts ändern, müsst ihr euch vielleicht einen anderen Kanal suchen. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu ändern bei mir. Ich bin ein bisschen bekloppt im Kopf. Naja, wenn euch alles gefallen hat oder sowas, dann schreibt mir gerne mal das in die Kommentare, was euch am meisten gefällt. Vor allem auch hier vielleicht generell an den Gate-Videos. Was gefällt euch an den Gate-Videos am meisten? Sind es vielleicht die abwechslungsreichen Decks, die Kombination an Decks oder vielleicht mal die ein oder anderen Decks, die ich spiele dabei? Lasst es mich gerne wissen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein!